Der eine hat als Sänger von Moonshiner seine Karriere gestartet und dann als Falco auf der Kinoleinwand begeistert. Der andere hat schon auf großen Bühnen wie dem Stadttheater Klagenfurt oder beim Jedermann in Salzburg gespielt, steht heute aber lieber vor der Kamera. Vielen ist er durch die Verfilmungen der Franz Eberhofer Krimis bekannt. Gemeinsam machen sie jetzt die Kabarettbühnen unsicher, die beiden Freunde Manuel Rubey und Simon Schwarz. Lustig. Alex und die Kabarettstars. Hallo. 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 Hallo, schön, dass wir da sein dürfen. Ja. Schön, dass ihr da seid. Danke. Ihr habt ja in einem Interview mal gesagt, dass euer gemeinsames Kabarettdasein ja eigentlich auf einem Deal beruht. Du wolltest da eigentlich nicht mehr auf die Bühne und hast gesagt, passt, du machst es, aber nur, wenn du, Manuel, mit ihm einen Podcast startest und du wolltest hingegen eigentlich gar nie Podcast machen. Stimmt, also es ist alles Geschäft in dieser Welt, auch in Freundschaften knallharter so Kapitalismus. Ja, genau, man muss verhandeln können. Ich habe mich selbst in die Sackgasse begeben. Ich habe, wenn mich irgendjemand mal gefragt hat, jetzt schreibst du ein Buch auch noch, habe ich gesagt, ja gut, aber Podcast und Malen lasse ich aus. Habe aber nachher gemerkt, ich liebe eigentlich Podcasts und habe sozusagen durch den Simon die Hintertür wieder geöffnet bekommen, doch noch einen Podcast machen zu können. Wann startest du jetzt mit dem Malen? Das lasse ich wirklich aus. Das kann ich, also das schwöre ich euch hier. Ich werde nicht mehr malen, also zumindest nichts veröffentlichen. Ich wusste das mit dem Malen bis dahin nicht, aber wie werde es ab jetzt daran arbeiten? Das ist dann der nächste Deal. Wir werden schon was hinkriegen. Wenn du singst, male ich. Na ja, dann. Somit versprochen. Ja, auch schon. Okay, erklärt kurz, was passiert in eurem Podcast? Eigentlich war der Podcast eine Idee vom Simon sozusagen, wenn man es von großen, wichtigen amerikanischen HBO-Serien zum Beispiel kennt, dass gute Serien von Podcasts begleitet werden, wo Schauspielerinnen, Regisseurinnen sozusagen hinter den Kulissen ein bisschen Einblick geben. Das wollten wir machen zu dem Entstehungsprozess des Kabarettstücks und gleichzeitig mit der Option, wenn es uns auf die Goschen haut, dann haben wir es zumindest dokumentiert. Genau, das war die Grundidee. Mhm. Geworden ist es ein, glaube ich, unterhaltsamer, aber durchaus interessanter Podcast, wöchentlich inzwischen. Viel gehört inzwischen tatsächlich. Und ich glaube, dass er eine gute Mischung aus Unterhaltung und gesellschaftliche Relevanz hat. Was ja auch quasi beim Cabaret auch der Fall ist. Also genau, genau. Hoffentlich, genau. Okay. Und ich glaube aber, dass es eine gute Mischung ist. Also man langweilt sich nicht, aber man nimmt ein bisschen was mit. Und was schon auch der Fall ist, das ist ja bei Podcasts generell so, viel privater wirst du Leute nicht erleben als beim Podcast. Bei Social Media glauben ja die Leute immer, man erlebt sie so wahnsinnig privat, aber das ist ja wahnsinnig gestaged meistens. Aber Podcast, finde ich, ist schon so ein Medium, da kommst du so stark ran an die Leute wie sonst nie. Okay, offizielle Einladung ist raus, beziehungsweise offizielle Empfehlung, euren Podcast zu hören. Bitte darum, also sehr von gerne. Meiner Seite zumindest eine Empfehlung. Stinkt zwar ein bisschen, aber Eigenlob stinkt ja. Wenn du es machst, ist es okay. Was denkt ihr, welcher Podcast fehlt noch in Österreich? Also es gibt ja gefühlt zu jedem Thema einen Podcast mit 10 Kopien, mal schlechter, mal nicht so gut. Ja. Was fehlt denn noch, beziehungsweise was könntet ihr euch vorstellen noch abzufangen? Also fehlt dort, glaube ich, tatsächlich noch ein bisschen was. Ja, ich werde es jetzt nicht verraten, weil dann macht es ein anderer. Das ist mir nicht so recht. Deswegen. Aber ich habe schon den Eindruck, dass wir in Österreich noch ganz schön nachhinken, dass da noch ganz schön viel Luft nach oben ist. Vor allem, wenn ich es vergleiche mit Deutschland oder international. Also in den Nachrichten, da hat es ja die großen Anstalten haben alle irgendwie schon was, alle großen Medien haben auch schon irgendwas. Aber da ist schon noch Luft nach oben, da geht schon noch einiges, finde ich. Mhm. Ich dachte auch eigentlich, dass wir schon zu spät sind, aber ich wurde eines Besseren belehrt. Das dürfte alles noch so im Anfangsstadium sein, speziell hier bei uns, dass noch keiner weiß, wie weit die Reise noch geht. Also ich glaube, wir werden noch viel, viel, viel mehr Podcasts bald hören. Und auch produzieren vielleicht. Und vielleicht auch produzieren, genau. Jetzt kennst du ja als Musiker die Bühne, als Schauspieler die Bühne und du ja ebenfalls. Jetzt habe ich schon von vielen gehört, die eben auch als Musiker, Schauspieler auf der Bühne sind und dann eben Kabarett machen, dass quasi so Kabarett irgendwie so die Königsklasse ist. Du bist eben direkt quasi angewiesen auf das Feedback vom Publikum. Also es muss direkt auch da irgendwie connecten. Ist das für euch auch so? Also fällt euch das schwer oder ist euch das vielleicht so ergangen am Anfang? Ich würde sagen, Komödie ist die Königsklasse.
Also ich würde es erweitern, weil ich glaube, es ist auch im Film so, dass es viel schwieriger ist, eine gute Komödie zu machen als eine Tragödie. Und ich finde ich liebe den Begriff Kleinkunst halt auch so sehr, weil wir das versuchen zumindest in unserem Stück ernst zu nehmen. Wir haben während des Probenprozesses zum Beispiel entschieden, wirklich komplett auf Requisiten und Kostüme und so zu verzichten, um das ernst zu nehmen. Und das ist das Schwerste und trotzdem ist es dann wahnsinnig schön, wenn es so pur gelingt, trotzdem eine Welt zu erschaffen, dass die Menschen das mitgehen und das auch glauben im besten Fall. Und Lachen ist sowieso, Lachen ist entwaffnend und Lachen ist ein sehr unmittelbarer Zuspruch oder auch eine Reaktion, die dann natürlich ganz ehrlich ist, weil sonst jemand lacht im Publikum, glaube ich, nicht unnatürlich, sondern nur dann, wenn es ihn oder sie tatsächlich überkommt. Und das ist ein bisschen die Challenge immer. Darum geht's. Außer man bezahlt jemanden dafür, dass er sich hinsetzt. Und lustig. Das wäre tatsächlich noch eine Überlegung wert. Ja, das könnte man wirklich überlegen, finde ich. Ja. Ja. Oder ich setze mich mal rein und lache. Ich finde das sehr schön, wenn du manchmal beim Soundcheck lachst. So wie gestern zum Beispiel. Ich habe gestern gelacht. Hast gelacht, ja. Vielleicht wolltest du aber auch nur freundlich zu mir sein. Warum habe ich gelacht? Weiß ich nicht mehr. Okay. Jetzt kommt euer Kabarettprogramm ja auch als Theaterstück daher, oder? Erzähl's mal, worum geht's? Also, möchtest du? Ich spreche viel mehr heute. Ja, das ist doch gut. Ich freue mich wahnsinnig. Es geht um die Ausgangsfrage war, wenn wir sozusagen in ein Alter kommen, wo wir den Beruf nicht mehr ausüben können oder wollen, was bleibt uns dann übrig? Und wer nichts wird, wird, ist natürlich ein Blödsinn, ist uns bewusst, aber klassischerweise ist das so, das ist eines der wenigen Dinge, die einem noch einfallen. Und dann haben wir gedacht, gut, dann exerzieren wir das durch. Wir hören mit dem Schauspielberuf auf, aus welchen Gründen auch immer, und eröffnen ein Restaurant. Das geht natürlich kolossal schief und es passiert dann dramaturgisch ein bisschen was, dass wir durch Zufall sozusagen kurzfristig erfolgreich sind, aber nicht, weil wir gut sind, sondern weil eben der Zufall in die Geschichte reinknallt und es fliegt uns aber am Ende trotzdem um die Ohren. Ja? Wem habe ich nichts hinzuzufügen, gut, richtig. Dankeschön. Ja. Selber mal irgendwie Ambitionen gehabt, in die Gastronomie einzusteigen? Nicht wirklich, also nein, also wie gesagt, das ist ja schon eine ganz schöne Hybris, also sicher nie Ambitionen irgendwie Koch zu sein oder Geschäftsführer zu sein von einem Lokal, also das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass man Anteile hat an einem Restaurant oder an einem gastronomischen Betrieb, aber dass man das selber irgendwie, das ist einfach nicht meine, kann ich nicht, habe ich nicht gelernt. Das ist ganz simpel. Also jetzt, wo der Rubel rollt, dann irgendwo investieren. Also natürlich, dass du sagst, ja, das ist eine schöne Idee, dort ein Lokal oder dort, das würde mir fehlen da oder so. Das finde ich immer was Spannendes, ja. Aber dass man das sich selber hinstellt, das schon gar nicht in die Küche, das kann ich einfach nicht, habe ich nicht gelernt, sondern Leute machen, die das gelernt haben und das gut können, ja. Ich habe gekellnert als Jugendlicher oder als junger Erwachsener, daher gibt es sozusagen einen Bezug und ich habe erstaunlich viele Freunde, also 4 in der Gastronomie, bin da sozusagen nah dran und weiß, was das für eine unglaubliche Arbeit ist und finde es aber auch gesellschaftspolitisch, finde das Wirtshaus zum Beispiel und den guten alten Stammtisch, jetzt wo sich alles ins Virtuelle verlegt, etwas ganz Wundervolles, was es auch hochzuhalten gilt. Insofern ist mir das alles sehr nah, aber es hat nichts damit zu tun, dass ich ernsthaft mir vorstellen könnte, das schließe ich mich dir an, in irgendeiner Weise zu können. Sind die Freunde in die Recherche eingebunden worden? Ja, also wir haben unseren Kurschatten Wolfgang, der auch im Podcast immer wieder vorkommt und zitiert wird, der zum Beispiel hat uns oder versorgt mich schon seit vielen Jahren auch mit Geschichten aus der Gastronomie und mit guten Sprüchen und es hat vielleicht gewisse Ähnlichkeiten mit unserem Beruf, weil man einfach Menschen beobachten kann und auf im besten Fall sehr interessante Gestalten trifft. Ja, es hat auch insofern was mit unserem Beruf zu tun, dass man zu Unzeiten arbeitet und ein viel schwierigeres Familienleben führen kann als alle anderen, die dorthin gehen. Also insofern hat es schon noch was. Mhm. Also wenn du eine Kochlehre machst, bist du zunächst einmal weg von deinen Freunden, weil wenn die am Wochenende ausgehen, stehst du in der Küche und arbeitest. Und wenn du Schauspielausbildung machst und dann am Theater spielst,
wenn die dann weggehen, stehst du auf der Bühne und spielst. Also insofern hat es schon da eine Ähnlichkeit, dass man sich relativ schnell raushaut aus seinem sozialen Umfeld. Wie war das bei euch jetzt? Seid ihr beide schon länger im Business? Kann mir vorstellen, dass man dann zu Beginn, wenn man noch jünger ist, dass man da halt 100%, 150% gibt, dass man ständig nur quasi auf Dauerstrom ist. Wird man da gescheiter mit der Zeit und teilt sich das besser ein, beziehungsweise wird vielleicht auch ruhiger? Also das ist ein bisschen komplexer zu beantworten, würde ich einmal sagen. Also die meisten Schauspieler, wenn sie jung sind, haben sie nicht so viel zu tun. Kann schon sein, dass sie unter Dauerstrom stehen, aber die haben im Vergleich zu dem, was du später zu tun hast, keine 10% davon zu tun. Ja, es gibt unterschiedlich, würde ich sagen. Es gibt natürlich welche, die sind irgendwie, ja, wobei es gibt auch nicht mehr so oft. Es gibt nicht mehr früher. Früher war es am Theater, bist du ans Theater, genau, wenn du ans Theater gekommen bist, und da musstest du alles spielen. Also mein erstes Stück habe ich, glaube ich, 8 Rollen gespielt, ja. Hatte trotzdem natürlich nicht weiß Gott wie viel zu tun, aber ich meine, es auf das ganze Jahr gesehen ist das natürlich im Vergleich. Also. Aber ich glaube, man wird auf jeden Fall gelassener und kriegt eine Distanz und im besten Fall wird man auch stilsicherer in dem, was man tut und mit wem man zum Beispiel zusammenarbeitet und diese Fragen. Und du hast mal eine schöne Geschichte über Thomas Müller erzählt, dass der das auch einfach als Business sieht. Also ich glaube, es ist wie in jedem Beruf, man muss am Anfang eine große Leidenschaft wahrscheinlich aufbringen, um sich reinzubeißen und dann irgendwann kriegt man auch eine Distanz dazu oder ordnet es im besten Fall auch ein, dass es eben nur ein Beruf ist und nicht das ganze Leben. Ich glaube, es ist das Einordnen eher, ja. Aber das ist schwierig, das kann man nicht so einfach, man kann das nicht so einfach beantworten, weil du musst. Vielleicht kann man schon, aber du kannst es nicht. Nein, ich kann dir nur sagen, dass ich jetzt natürlich um vieles mehr arbeite, als ich mit Anfang 20 gearbeitet habe. Also das steht in überhaupt keinem Verhältnis, stundenmäßig. Ja? Also nicht das Doppelte, nicht das Dreifache, nicht das Vierfache, sondern das Zehn- oder Mehrfache, also viel X-Fache. Ja? Und insofern habe ich nicht den Eindruck, dass man wird schon ruhiger und gelassener, man ist jetzt nicht verzweifelt. Oder ich glaube, es ist mehr das, wenn was schief geht, ist man ruhiger und denkt sich, okay, gut, neuer Versuch, so ist es, ja. Und vielleicht der Druck nicht mehr da, weil man schon ein gewisses Standing hat. Weil man würde ich auch nicht sagen, nämlich interessant, würde ich nämlich auch widersprechen, weil entschuldige, dann ist das noch zu Ende, entschuldige. Es bleibt das Lampenfieber, es bleibt die Angst vorm Versagen, es bleibt die Angst, jedes Mal wieder alles neu kennenzulernen und es ist jedes Mal neu. Also das bleibt alles, das verändert sich nicht. Es verändert sich nur das, dass du die Erfahrung hast, dass du, was es bedeutet, wenn du gedemütigt wirst, wie sich das anfühlt. Eigentlich ist es nur das. Was sagst du? Ich finde, dass es sogar schlimmer wird. Also man wird selbstironischer, also zumindest ich glaube, das ist gut, man kann besser über sich lachen, aber ich finde, man hat weniger Kraft wie bei allem. Und jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt an den Prozess dieses Stückes, diese 2 Jahre, die wir jetzt geschrieben und geprobt haben, ich finde, das war ein viel größerer Kraftakt als noch vor 10, 15 Jahren. Also deswegen würde ich sogar ein bisschen sagen, es wird eher schwerer. Und diese jugendliche Frechheit, dass man sich, Stichwort Falco zum Beispiel mit 27, denkt man nicht drüber nach, was hat das für Folgen, was könnte die Leute, es war einfach, also man reflektiert auch viel mehr. Also ich würde leider sagen, es wird schwieriger, unterm Strich. Langsam nähern wir uns einer klaren Aussage. Ja, einmal braucht es halt ein bisschen. Ja. Okay, Themenwechsel. Kabarett ist ja so immer auch eine Plattform, generell Kunst ist eine Plattform, wo auch Kritik geübt werden kann, wo Gesellschaftskritik geübt werden kann. Wird das schwerer? Heutzutage darf man in Österreich noch alles sagen, eurer Meinung nach? Naja, also klar, man darf, das ist jetzt prinzipiell, muss ich das so sagen, wir leben in einer Demokratie und deswegen darf man tatsächlich, also man darf Dinge sagen und wird nicht eingesperrt. Also das, was ja oft vorgeworfen wird, die da oben und das System und so und nichts darf man mehr, das stimmt natürlich nicht. Sondern wenn man das jetzt vergleicht, eben zum Beispiel mit Russland, dort darf man tatsächlich nichts mehr. Ja? Also insofern, die erste Antwort ist ja, man darf in Österreich sehr viel sagen und im Kabarett darf man sowieso wahnsinnig viel noch machen und darf sich noch viel erlauben. Die Frage ist, was möchte man sich erlauben? Das ist nochmal was anderes. Was findet man in Ordnung?
und wo sieht man selbst seine Grenze sozusagen. Und da ist für mich, und das hat sich nicht wirklich verändert, für mich nicht verändert, weil ich finde immer, die Grenze ist immer da, wo es beleidigend wird oder wo es einen anderen verletzt, da hört es auf. Ja, also ich sehe das ganz ähnlich. Also ich finde, man muss alles sagen dürfen, weil wer würde sozusagen im Umkehrschluss definieren, was man nicht sagen darf? Das ist ja auch heikel. Wer ist diese Instanz? Ist es die Kirche? Ist es der Staat? Ist es das Internet? Das geht ja alles nicht. Aber ich finde auch, man muss halt für sich selbst, und da finde ich auch gut, wenn die Frage auch darauf ein bisschen abzielt, wenn sozusagen, ob das jetzt Wokeness heißt oder Sensibilität, wenn sich auch Geschmäcker verändern oder Leute ein bisschen genauer hinhören, finde ich das auf der einen Seite gut. Gleichzeitig muss man auch sagen, Humor muss auch was riskieren, Humor muss auch übers Ziel hinausschießen dürfen und sozusagen auch mal ein Tabu brechen. Aber es muss, wie gesagt, wirklich, da bin ich ganz bei dir, jeder und jede für sich die Grenzen ziehen, wo gegen wen richtet sich der Witz oder wo will ich das für mich selber abstecken. Also da ist bei Humor, wenn wir jetzt genau auf Humor eingehen, dann ist es ja sowieso nochmal eine eigene Frage eigentlich, was ist für einen Humor? Weil für viele ist ja Humor, sich über etwas lustig zu machen oder über eine Person sich lustig zu machen oder etwas nachzumachen, was man besonders lustig findet an der Person. Und wir versuchen auch in unserem Stück, uns nicht über andere lustig zu machen, sondern uns über uns selbst lustig zu machen. Ich finde den stärksten Humor immer noch den, wenn man sich selbst reflektierend über sich selbst lustig machen kann. Das finde ich eigentlich immer noch das Interessanteste. Kleines Gedankenexperiment. Angenommen, unsere Streithanseln in der Politik können sich jetzt nach der Nationalratswahl überhaupt nicht einigen. Ist ja jetzt gar nicht so abwegig. Und der Bundespräsident beauftragt euch zwei mit einer Regierungsbildung. Wie würdet ihr Österreich regieren? Nee, ich würde Österreich nicht regieren, weil ich mir das nicht zutraue. Okay, aber ich würde tatsächlich daran denken, dass es unter Frau Bierlein mit dieser sogenannten Expertenregierung eigentlich, finde ich, als politischer Beobachter oder politisch interessierter Beobachter, sagen wir so, hat das eigentlich sehr gut funktioniert. Und ich würde diesen Auftrag des Bundespräsidenten sehr ernst nehmen und sozusagen gute Leute für alle Ressorts aussuchen, die vielleicht nur in manchen Fällen tatsächlich Politiker und Politikerinnen wären. Also so Parteien generell abschaffen? Na, abschaffen nicht, wer bin ich denn, was abzuschaffen? Ja. Du hast mich ja nur gefragt, wenn der Bundespräsident uns fragt, dann würde ich das eher vielleicht so denken. Aber Parteien abschaffen? Nein, ich finde Parteien schon, dass Parteien gewachsen sind und das finde ich grundsätzlich auch gut, weil der Umkehrschluss ist, was jetzt auch sehr populär ist, sind so Ein-Mann-Parteien und das sind meistens Männer, deswegen sage ich Ein-Mann- oder Ein-Personen-Parteien und das ist oft gefährlich, weil man sieht dann, da gibt es keine Strukturen, die sozusagen Größenwahn verhindern oder wenn der irgendwo falsch abbiegt oder intransparent wird, dann gibt es so Parteiapparate, um jetzt mal auch was Positives über Parteien zu sagen. Ich finde es gut, dass es da Mechanismen gibt, die sozusagen den Leuten, dass die auch wieder abwählbar sind und dass man da auch dagegen sein kann und so. Auch wenn das mühsam ist, aber Demokratie ist halt mühsam. Ja, ich finde auch. Demokratie ist, also mühsam, Demokratie ist anstrengend. Demokratie ist eben, dass man den anderen auch zuhört. Und das muss man ja auch sagen. Also gut, wenn er uns beauftragen würde, ich würde zunächst einmal schauen, wer hat wie viele Stimmen von diesen ganzen 100% muss man ja auch verteilen. Nur weil man jetzt, sagen wir, 30% hat, dann hast du ja immer noch nicht 100%, sondern haben 70% sind dann immer noch offen. Also ich würde sehr genau schauen, was möchte die Bevölkerung, wo ist denn da eine Mehrheit und wo ist da eine Mehrheit, die sich vor allem findet und mitsammen regieren kann. Und das finde ich, glaube ich, das Wichtigste dabei ist, dass sich eine Mehrheit im Parlament findet, ja, und so funktioniert eben Demokratie, die mitsammen regieren kann. Das ist Demokratie. Und wir müssen akzeptieren, dass es andere Meinungen gibt und das Tolle an einer Demokratie ist, dass wir die Chance haben, die anderen Leute davon zu überzeugen. Und diese Chance, das vergessen wir immer ganz gerne, gibt es in ganz vielen Ländern, da müssen wir gar nicht so weit gehen, dass wir das sehen können. Diese Chance gibt es in vielen Ländern nicht. Eben genau, auf die Straße zu gehen und egal für was du bist, ob du jetzt schnell auf der Autobahn fahren möchtest oder ob du weniger Autos in der Stadt haben willst, dafür kannst du bei uns auf die Straße gehen und du wirst nicht eingesperrt dafür. Und das ist eigentlich was ganz Tolles und das sollte man auch aufrechterhalten.
Ich habe jetzt in der Vorberichterstattung zur Nationalratswahl einen jungen Wiener gehört, der gesagt hat, ja Bruder, am besten wir haben wieder einen König und wenn der stirbt, dann ist halt sein Sohn König und so haben wir keine Probleme. Die Redakteurin hat dann gefragt, ja, aber was ist dann, wenn der alles entscheidet und du quasi kein Mitentscheidungsrecht hast, weil Demokratie gibt es nicht. Ja, na, das ist dann auch nicht so gut. Also. Ja, ich habe schon auch den Eindruck, dass uns gerade tatsächlich ein bisschen ein Demokratieverständnis fehlt, ja. Ein bisschen abgewöhnt. Und das liegt, glaube ich, tatsächlich daran, dass wir zu wenig, und das ist ja was, also Geopolitik ist in Österreich ja ein bisschen ein Waisenkind, auch bei den Politikern selbst und bei den Politikerinnen auch. Und das ist bei der Bevölkerung, hat das natürlich auch irgendwie offensichtlich irgendwann dazu geführt, dass die Leute auch nicht mehr so richtig über den Tellerrand rausschauen und schauen, wie sieht's denn eigentlich woanders aus, ja. Und wir sind ja in einer globalisierten Welt. Das können wir, egal, auch im hintersten Tal in Kärnten bist du in einer globalisierten Welt. Das liegt schon daran, was du für Schuhe anhast, was du für Hosen anhast. Muss man nur schauen, wo wird das hergestellt? Wo wird das Handy hergestellt, mit dem du, der Fernseher, was ist, also der Toaster, was auch immer, gell? Diese ganzen Geräte. Und deswegen sind wir Teil dieser globalisierten Welt. Und deswegen hat alles, was wir hier tun, auch Auswirkungen global. Und dass es dann woanders vielleicht zu Krisen kommt oder zu Konflikten kommt, weil wir der Meinung sind, wir brauchen das hier billiger und wir finden das da toll und gut, dass wir das da so haben, dann finde ich, das muss man schon lernen und das muss man irgendwie den Leuten auch ein bisschen besser beibringen. Und vielleicht haben wir da zu wenig getan, dass wir den Leuten wieder ein bisschen mehr politische Bildung und Demokratiebildung beibringen. Mhm. Manuel, du hast gerade gelacht. Hast du gedacht, boah, der wird gescheit, oder? Nein, ich kenne das ja. Ich kenne das ja. Ich ehrlich, wenn ich ehrlich bin, habe ich gedacht, ich freue mich drauf, wie du das schneiden wirst. Das ist ein Podcast, ist egal. Ja, okay, ist gut. Ja. Ich dachte, du hast so ungefähr ein Format von 25 Minuten, oder? Toi, toi, toi. Wir haben noch ein bisschen Zeit. 20 Uhr gehen wir auf die Bühne. Ich bin schnell umgezogen. Okay, ich möchte noch ein Spiel spielen. Und zwar lese ich euch Filmzitate von euch aus euren Filmen vor. Boah, da bin und ihr müsst erraten, von wem und aus welchem Film die stammen. Okay, kannst du nur erahnen. Also Manuel oder Simon und welcher Film? Ja. Nummer 1. Günther, hast du dich schon einmal gefragt, warum sie dich zu den Toten gesteckt haben? Naja, das ist sicher Eberhofer und mit Günther ist Michi Ostrowski gemeint, vermutlich, der Pathologe. Aus welchem Aber Film? Welcher Film? Boah. Reraku-Rendezvous. Nein, das glaube ich nicht. Nein, das glaube ich nicht. Boah. Das ist schon mal gefragt. Leberkäst-Junkie, sage ich jetzt ist, einmal. Das ist das Kaiserschmarrn-Drama. Ah, ja gut. Okay. Das ist ein Spiel, ich muss die 5 Minuten am Tag streicheln. Ah, das ist auch aus einem Eberhofer und das ist aus Reraku. Richtig. <Ja. lacht> Und das sagst du. Und das sag ich, ja genau. Also ja, es ist auf jeden Fall einer von uns, der sagt, es kann jetzt nicht eine andere, es kann jetzt genau, nicht Manuel Franz. Okay, das ist okay. Schon mal leichter. Kann jetzt nicht Franz, genau. Ein bisschen leichter. Okay. Nächstes Zitat. Bist du wirklich so deppert, das gibt's ja nicht. Bist du wirklich so deppert? Das gibt's ja nicht. Ja, das ist wahrscheinlich eine Konfliktszene aus dem Falco-Film, ich schätze. Das ist richtig. Irgendwann gegen Ende, ja. Ich konnte mich nicht entscheiden, die andere weg gewesen. Jetzt weiß schon die ganze Stadt, was du für ein Trampel bist. Ja, genau. Dann wär die, genau. Ja, das wäre fast leichter noch gewesen. gut, nächstes. Wie in alten Zeiten Dream Team. Okay. Auch wieder Eberhofer. In alten Zeiten, so in dem. Wahrscheinlich nicht der erste Film. Nein, ich glaube, es war alte Zeiten. Kugelhupfgeschwader. Es war Sauerkraut-Koma, aber ich habe vorher mit der Kollegin geredet, großer Eberhofer-Fan. Ja. Sie hat gesagt, gefühlt in jedem vor. Film. Nein, ich bin mir nämlich nicht sicher, ob es nicht bei Kugelhupfgeschwader am Schluss, ob wir da nicht auch noch so sitzen, aber ich weiß es nicht. Ja. Aber das stimmt, gefühlt hat sie recht. Du bist es wert, gesehen zu werden. Ist es wert, gesehen zu werden? Das klingt nach einem Satz von dir. Ich finde, das habe ich privat zu dir gesagt. Nein, ich würde sagen, es ist ein Satz von Manuel aus, warte. Ah, du bist es wert, gesehen zu werden. Ich hab wirklich überhaupt Corsage? Nein. Kino oder Fernsehen? Kann man es eingrenzen? Das müsst ihr jetzt googeln. Okay. Ja. Naja, weil. Irgendeinen Hinweis?
Kann man hier einen Hinweis machen? Ja. Nein. Aber es ist Manuel, oder? Es ist Manuel. Ja, ja. Mhm. Ja, eben, das kann nicht sein. Das hätte man ja merken. Ich weiß jeden Satz, den ich gesagt du habe. Du weißt sie noch jeden Satz. Nein, ja, weiß ich nicht. Weil du das ja auch immer noch weiter vor dich hin memorierst und dich selbst zitierst ganz oft. Ich weiß es schlicht und ergreifend nicht. Es ist, glaube ich, Fernsehen Genie. Das fünfte Mädchen. Das Fernsehen, richtig. Fernsehen, ja. Das Fernsehen, ja. Okay, und ein letzter. Könnten Sie ein bisschen leiser sprechen, bitte? Könnten Sie ein bisschen leiser sprechen? Das kann ich sogar daran erinnern, irgendwie den Satz gesagt zu haben. Richtig. Ja, Aufschneider. Ich weiß, die Szene, wo ich die Probe abgeben muss. Genau. Die Spermaprobe. Genau, die. Ja. Das war's? Das war's. So schlecht haben wir gar nicht abgeschnitten, ja, oder? Alter? Wir können auch wieder in Quiz-Sendungen gehen, wenn es so weitergeht. Ja, nein, so schlecht waren wir nicht. So, jetzt sind es noch 1,5 Stunden bis zu eurer Vorstellung in Klagenfurt im Konzerthaus. Vollkommen richtig. Wie ist das bei euch so vor einer Vorstellung? Habt ihr da so Rituale? Wie geht es euch vor so einer Vorstellung? Es gibt ja Leute, die ist total in sich gehen, total ruhig sind. Andere werden hebelig. Wie macht ihr das? Na, das ist beides nicht der Fall, aber wir machen Gymnastik. Mhm. Mhm. Wir sind alte Männer. Ja, wir mobilisieren uns, mhm, wie man das so schön sagt. Wir haben auch einen gemeinsamen Fitnesstrainer, auch wenn ich schon lange nicht mehr bei ihm war. Ja, aber du gehst jeden Tag Tennis spielen und joggen. Haben wir so ein paar Übungen, die wirklich notwendig. Ja. Okay. Auch genau. Aber genau. Es ist nicht Yoga, es ist, was ist das eigentlich? Er nennt es Mobilisierung. Ja. Genau. Also wir mobilisieren unsere Körper so ein bisschen. Katze-Kuh heißt eine Übung zum Beispiel. Okay. Damit wolltest fangen wir mal du was vormachen für alle, die diesen Podcast auf YouTube anschauen? Ja, sehr gerne. Ja, komm, also es ist relativ simpel. Ist die Frage. Na, hoffentlich sieht man es. Ich werd ganz einfach. Das ja. Also ja, das ist also mal. Gut. Ich kann das moderieren. So, wir machen jetzt einmal Katze cool. Das heißt, wir machen den Rücken ganz rund. Nach unten schauen, die Katze. Und dann machen wir ein Hohlkreuz und schauen nach oben. Und es zieht dann wirklich hier überall runter. Und es zieht sogar hier beim Hochschauen und alles. Also, das ist eine Übung. Dann machen wir so eine Hüftübung. Kannst du kurz die Hüftübung bitte zeigen? Dann öffnen wir unsere Hüfte so ein bisschen. Ja, vielleicht so leichter. Zuerst einmal so diese Übungen. Genau, dann machen wir. Genau. Ja, genau. Also wir machen verschiedene. Da machen wir, was wir auch immer machen, sind Planks. Aha, ja. Ja. Wir machen Planks natürlich, ja. Genau, eine Minute soll den Blutdruck nach unten senken. Ja. Also wenn man das regelmäßig, das ist eine der Übungen. Kann man seitlich machen, ja. Kann man natürlich auch diagonal machen, dann wenn man möchte. Der Superman Plank. Ja, genau. Also man kann alles Mögliche machen. Dann mache ich diese Liegestützposition nach hinten weg. Aber du zeigst sie doch einmal kurz bitte. Also wir gehen in die Liegestützstellung. Wir machen die Arme ein bisschen näher zusammen. Die Beine hinten auseinander. Wir machen jetzt eine Liegestütz nach unten. Und jetzt drücken wir aus den Schultern mit gestreckten Beinen nach hinten weg. Aber langsam. Langsam ist eine Kraftsache, ja. Machen wieder einen Liegestütz und drücken wir uns nach hinten hinaus weg. Und gehen da in die Streckung hinein in den Rücken. So Übungen machen wir, ja. Super. Also du merkst, wir können auch Antenne Kärnten Frühstück fit in den Tag. Wenn wir im Sommer wären, würden wir natürlich am See noch segeln gehen vorher vor der Vorstellung oder Stand-up Paddling machen. Paddling. Stand-up Paddling. Sehr schön, alles klar. Vielen Dank, Manuel Rubey und Simon Schwarz. Vielen Dank, danke schön. Vielen Dank, schön, dass wir da sein durften. Ja, und danke fürs Zuhören, liebe Leute. Ich freue mich über konstruktives Feedback an alex.streicher@antenne.at und auch über positive Bewertungen auf eurer Podcast-Plattform. Bis zum nächsten Mal, denn das wird sicher wieder lustig. Alex und die Kabarettstars.